Morgens um 7 in Cottbus. Während die Stadt allmählich aufwacht, hat der Arbeitstag für das Team von Grüne Gärten Cottbus bereits begonnen. Sie sind schon dabei, Stiefmütterchen auszuladen. Ihr Ziel ist ein Prestigeobjekt mit langer Tradition, die Sonnenuhr an der Berliner Straße. Seit nun 10 Jahren sorgen Grüne Gärten und auch die EG Wohnen dafür, dass sie Jahr für Jahr erblüht. Die EG Wohnen stellt die Mittel zur Verfügung, Grüne Gärten kümmert sich dann um die Umsetzung. Dafür ist unter anderem Carola Bothe zuständig. Sie war schon vor 10 Jahren dabei, als hier die Pflege begonnen hat. Mittlerweile plant sie die Bepflanzung. Wir müssen planen, wie das Motiv ausschaut zur Osterwiese, wie die Osterhasen stehen können. Und dementsprechend werden dann auch die verschiedenen Farben ausgesucht und die Stückzahl gezählt. Insgesamt 4000 Stiefmütterchen werden hier jetzt in die Erde gebracht. Das Motiv in diesem Jahr sind 3 große Ostereier in einem weißen Korb. Davon macht sich auch Joachim Schultke einen Eindruck. Er ist Mitarbeiter bei der EG Wohnen und kümmert sich um die Pflege der Grünanlagen. Auch er war vor 10 Jahren schon dabei. In dieser Zeit ist die Sonnenuhr der gesamten Genossenschaft ans Herz gewachsen. Wir haben uns damals entschieden, dass wir das machen wollen. Wir haben gesagt, wir haben in Cottbus viele Wohnquartiere, wo wir die Grünpflege betreiben. Und haben uns dann entschieden, hier an der Stelle nochmal einen schönen bunten Punkt zu bringen für die Cottbusser und ihre Gäste. Ja, der ganze Platz hier mitten in der Stadt, der wird durch diese Sonnenuhr geprägt. Und das war dann letztendlich auch der Grund, dass wir uns hier mit einbringen wollen. Knapp 8 Stunden hat es gedauert. Die Sonnenuhr erstrahlt pünktlich zu Ostern in vielen Farben. Mit dem Ergebnis sind nicht nur EG Wohnen und Grüne Gärten zufrieden. Ja, das gibt es schon immer hier, das gehört einfach dazu. Wenn man irgendwie fragt nach einem Geschäft, sagt man an der Sonnenuhr. Also ich finde, das tut dem Stadtbild ungemein gut, weil derartige Flächen, sage ich mal, viel zu kurz kommen im Stadtbild, weil einfach die finanziellen Mittel fehlen, um solche Flächen zu pflegen. Man rationalisiert ja heutzutage alles weg. Aber ich kenne die Uhr schon als Kindheit. Ich habe hier hinten mal gewohnt. Das war immer traumhaft schön. Können Sie sich Cottbus ohne die Uhr vorstellen? Nein, bitte nicht. Bitte lassen. Lieber spende ich was, aber nicht wegmachen. Derzeit kann man an der Sonnenuhr aber noch nicht die Zeit ablesen. Noch fehlt dafür der notwendige Polstab. Der wird im Mai angebracht. Dann wird hier schon wieder neu gepflanzt. Die Blumen hat Carola Bothe schon bestellt.